Gut, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung. Wir wollen heute über das ukrainische Kulturerbe reden, das ja bedroht ist in dem seit Februar dauernden Angriffskrieg, den Russland auf ukrainischem Territorium führt. Ein Thema, das, obwohl natürlich täglich in allen Medien sehr ausführlich und auch in vorbildlicher Weise berichtet wird über das, was in der Ukraine passiert, relativ kurz kommt und im Schatten natürlich steht der Berichte über die über Kampfhandlungen, über die menschlichen Dramen. Und wir hoffen mit dieser Veranstaltung auch dafür zu sensibilisieren, dass auch in großem Maße Kulturgut in Gefahr ist. Wir wollen heute näher mit Experten erläutern, wie das vor Ort aussieht, wie die Situation ist und eventuell auch, wie wir da helfen könnten. Ich bedanke mich in meiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Deutsch-Ukrainischen Forums bei unseren Partnern, der Robert-Habemann-Gesellschaft, insbesondere Herrn Zilm für die wunderbare Vorbereitung dieser Veranstaltung und dem Lehrstuhl für ukrainische Geschichte der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder für die Kooperation, die das hier möglich gemacht hat. Wir wollen mit dieser Veranstaltung eine Veranstaltungsreihe beginnen, die sich genau diesem Thema gefährdete Kulturgüter widmet, in der Hoffnung, Medien, Politiker, Entscheider, auch Gesellschaft stärker für dieses Thema zu sensibilisieren. Wir haben zunächst jetzt mal unseren Referenten, Professor Dr. Andrei Partnov von der Viadrina-Universität bitten, der exakt diesen Lehrstuhl für ukrainische Geschichte leitet, Herr Professor Dr. Partnov. Ihr Lehrstuhl heißt genauer gesagt auf Englisch Entangled History of Ukraine. Entangled, habe ich nachgeschaut, heißt irgendwie verwirrt, verworren. Also ein sehr ungewöhnlicher Name für einen Lehrstuhl an einer Universität und ein Historiker. Was hat es denn damit auf sich? Warum denn verworren? Warum lehren Sie denn nicht einfach die Geschichte der Ukraine? Warum muss sie denn verworren sein? Guten Abend. Also das ist die erste Frage. Ja. Naja, also Entangled, für mich mindestens, das ist ein metaphorischer Name, sage ich ganz ehrlich. Ja. Und es bedeutet unter allem, alle möglichen Verflechtungen zwischen, ukrainische, jüdische, polnische, russische, osmanische Vergangenheiten und also aktuelle Lage in diesem Region. Deshalb, das heißt also immer Ukraine plus sozusagen oder Ukraine als Fenster in osteuropäische Region, wenn ich so sagen darf. Ja, Sie haben uns ein Referat vorbereitet, Sie wollen uns ein bisschen was erzählt über die Gefährdung der ukrainischen Kultur, der Kulturgüter, und ich würde Sie bitten, wenn Sie einfach mal anfangen. Dankeschön. Also ich sage sofort, das ist also kein Referat im klassischen, also akademischen Sinne, das ist ein Vorwort, wenn ich darf. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sein. Zunächst möchte ich meiner Kollegin Bozena Kozakiewicz für die Mitwirkung, die Idee des heutigen Treffens und ihre aktive Beteiligung an dessen zustande gekommen danken. Unser Lehrstuhl, wie es wir alle wissen, Entangled History of Ukraine, selbst sieht es als ihre Pflicht an, sich an der Organisation solcher Veranstaltungen zu beteiligen, obwohl der Anlass für unser Treffen sehr traurig ist. Sehr, sehr traurig ist. Ein Zitat. Die Welt wollte mich fangen, doch das gelang ihr nicht. Eine solche Grabinschrift wurde von den wahrscheinlich größten Philosophen in der Geschichte der ukrainischen Kultur erfunden. Ich spreche von Grigori Skovoroda, dem wandernden Philosophen aus dem 18. Jahrhundert. Er starb 1794 im Dorf Ivanivka im Gebiet Charkiw. In den 30er Jahren wurde das Dorf in Skovorodinivka umbenannt. Das Haus selbst, wo der Philosoph gestorben ist, wurde 1972 in das Literatur- und Gedenkmuseum von Skovoroda umgewandelt. Und am 7. Mai
2022 dieses Jahres wurde dieses Kulturdenkmal durch eine von den russländischen Armee abgefeuerte Rakete komplett zerstört. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt mehrere. Die ukrainische Seite schätzt, dass in den 5 Monaten des von der russländischen Föderation geführten Vernichtungskrieges mehr als 400 kulturhistorische Stätten zerstört oder beschädigt wurden. Hinter dieser Figur, mehr als 400, verbringt sich die ukrainische Kultur mit ihrer Vielsprachigkeit, ihrem Multikonfessionalismus und ihrem Spektrum an ideologischen Präferenzen. Letztere werden sehr oft, zu oft, sage ich, auf ethnischen Nationalismus reduziert. In der deutschen Öffentlichkeit wird auch viel über die drohende Entrussifizierung der Ukraine gesprochen und die derzeitige Kulturpolitik der Ukraine, die nicht so eindeutig ist, als Diskriminierung der russischen Sprache und Literatur dargestellt. Gleichzeitig wurde der Politik der Entfernung und Vernichtung ukrainischsprachiger Bücher in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine weit weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Warum sieht die deutsche Debatte so aus? Warum gibt es so wenig Empathie für die Ukraine? Unsere Kollegin, eine Künstlerin, Lea Dostleva, bemerkte treffend, ich zitiere auf Englisch, weil dieser Artikel erst auf Englisch publiziert wurde: "The full-scale Russian military invasion of Ukraine has attracted a unique amount of attention to Ukraine from all over the world. But at the same time, this attention does not necessarily come with the ability to hear and to understand." Also Aufmerksamkeit, aber nicht unbedingt mit Empathie und Verständnis. Wie beherrscht man die Kunst der kritischen Empathie? Wie können wir die kriegsbedingte Aufmerksamkeit in den Wunsch verwandeln, uns einer anderen Kultur zu nähern, unsere eigenen deutschen Stereotypen und Komplexe in Bezug auf Russland und Osteuropa kritisch zu überdenken? Als Kulturhistoriker kann ich nur eines vorschlagen, dass wir alle an neuen, originellen und qualitativ hochwertigen Veröffentlichungen arbeiten, die vielleicht, hoffentlich, die diskriminierenden Stereotypen endlich in Frage stellen. Ich wünsche uns allen Durchhaltevermögen und Erfolg auf diesem Weg und ich wünsche uns heute ein sinnvolles, offenes Gespräch. Dankeschön. Ein zweites Impulsreferat haben wir bei einer berühmten Kulturwissenschaftlerin angefragt, die ich jetzt hier begrüßen darf, Frau Professor Dr. Aßmann. Osteuropa, liebe Frau Professor Dr. Aßmann, ist zwar nicht Ihr Spezialgebiet, eigentlich eher andere Felder, aber Sie sind eine ganz viel zitierte Expertin, was das allgemeine Thema Erinnerungskultur angeht. Und Sie sind medial aus der Stange in Erscheinung getreten in den letzten Jahren als Warnerin vor politischen Kräften in Europa, die nationale Narrative für ihre Zwecke nutzen, missbrauchen. Ein Phänomen, das wir insbesondere auch in den östlichen EU-Staaten und in allen in den östlichen in Osteuropa beobachten. Auch in der Ukraine war die neue Narrative der letzten Jahre nicht unumstritten. Jetzt sehen wir was ganz Neues. Jetzt sehen wir russische Besatzer, die bizarr, das fand ich als eine der bizarrsten Geschichten, war die Wiederaufstellung von Lenin-Denkmälern in den besetzten Gebieten der Ukraine. Sich bei den von Herrn Professor Patnyov erwähnten rund 400 Kulturgütern oder Kulturstätten der Ukraine, die zerstört oder beschädigt worden sind. Mag das eine oder andere dabei sein, das zufällig bei Kampfhandlungen beschädigt wurde, aber man kann sicherlich auch davon ausgehen, dass einiges ganz gezielt zerstört wird. Wie ist da Ihr Eindruck? Sie beobachten das ja sicherlich auch ganz genau. Was geht da eigentlich vor und wie bewerten Sie das? Ja, vielen Dank. Auch ich möchte danken denen, die das hier organisiert haben,
für diese Runde, denn ich kann mich nur Herrn Portnow anschließen und sagen, wir sind alle erschüttert täglich, stündlich über das, was wir hören in den Nachrichten. Aber gleichzeitig ist das ein Krieg, in dem wir unendlich viel zu lernen haben. Und wir merken diese Defizite, die wir haben. Es gilt da aufzuholen. Und mein Interesse für Osteuropa datiert sich schon zum Glück etwas länger her. Und ich habe Freunde in der Ukraine, die mich informieren und ich habe eine gewisse Anschauung. Ich möchte aber dennoch jetzt erstmal ein paar Minuten darüber reden, was es eigentlich heißt, Kunst und Kultur zu schützen und wo das herkommt. Also zunächst mal wissen wir ja, dass wir seit 1954 eigentlich die Haager Konvention haben. Also das ist der Schutz von Kulturgut in bewaffneten Konflikten. Damals war das die Antwort auf zwei Weltkriege. Und das war natürlich enorm wichtig. Aber die Idee dieses Kulturschutzes ist sehr, sehr viel älter. Und da möchte ich den Abbé Grégoire nennen. Und der hat genau gelebt in der Zeit, als das Haus dieses bedeutenden ukrainischen Philosophen oder Dichters, der gerade genannt wurde, zerstört wurde. Also Ende des 18. Jahrhunderts hat er bereits, er gilt als Vater des Denkmalschutzes, gesagt, hat er das nationale und das universale Kulturerbe leidenschaftlich verteidigt. Er prägte zum Beispiel den Begriff des Vandalismus. Vandalismus ist ein Wort, was inzwischen und sehr schnell als Lehnwort in alle europäischen Sprachen einging. Er hat gesagt, Nationen haben ein Kulturerbe. Die Bewahrung dieses Erbes ist ein Zeichen zivilisierter Staatsführung. Und ein wichtiger Satz, nur Barbaren und Sklaven hassen die Wissenschaften und zerstören Kunstwerke. Freie Menschen lieben und schützen sie. Also das ist die eine Schicht, auf die wir uns heute beziehen. Und sie ist wirklich schon ein paar Jahrhunderte alt. Dazu kommt nun Raphael Lemkin mit seinem Begriff des Genozids. Dazu möchte ich hier auch kurz etwas sagen. Denn dieser Raphael Lemkin hat den Begriff des Vandalismus von Abbé Grégoire direkt aufgenommen und koppelt ihn mit dem Begriff der Barbarei. Also die Barbarei ist die Gewalt gegen Menschen und der Vandalismus ist die Gewalt gegen Kultur. Und beides gehört in seinem Genozidbegriff unmittelbar zusammen. Ich möchte Ihnen drei Gedanken von ihm nochmal in Erinnerung rufen. Er sagt, Kultur ist die ureigenste Lebensform einer Nation. Er hat also diesen Begriff der Nation ganz stark gemacht. Und diese Lebensform wird unter einen besonderen Schutz gestellt. Er ging davon eigentlich von einer Analogie zwischen der Diversität der natürlichen Vielfalt im Sinne des Naturschutzes oder Artenschutzes eben auch für die Kultur aus. Hier ein Satz von ihm, Genozid wird nicht an Individuen mit besonderen Eigenschaften verübt, sondern immer nur an Individuen als Angehörigen eines nationalen Kollektivs. Und ein zweiter Satz, der eigentlich eine sehr, sehr gute schon Beschreibung dessen abgibt, was wir heute vor unseren Augen sich entwickeln sehen. Da sagt er, Genozid vollzieht sich in zwei Phasen. Die erste ist die Zerstörung des nationalen Modells der unterdrückten Gruppe. Und die zweite Phase ist das Auferzwingen des nationalen Modells des Unterdrückers. Genau, das ist sozusagen diese Long-Term-Perspektive, die in diesem Krieg, den wir hier erleben, angelegt ist. Und ich möchte hier gern auch noch mal ein aktuelles Beispiel dafür geben, wie wichtig der Schutz des Kulturgutes ist. Also für Lemkin bedeutete es schon, die Kinder etwa aus Familien zu nehmen und den Eltern oder den Müttern zu verunmöglichen, die Kultur weiterzugeben. Das war für ihn schon ein Akt des Genozids. Und was wir heute in den Nachrichten gehört haben, der Papst ist ja gerade in Kanada, entschuldigt sich, wo im 19., 20. Jahrhundert indigene Kinder aus ihren Familien in diese Missionsinternate geschickt wurden und zwangsassimiliert wurden und dabei auch sehr schwer misshandelt wurden. Dafür entschuldigt er sich heute. Auch das alles gehört in diesen Genozidbegriff von Lemkin, der eben hier einen neuen Rechtsraum begründet hat. Und der gegenwärtige Krieg, wie wir ihn erleben, ist ein Verbrechen gegen den Frieden.
Es ist eben Barbarei, Ermordung von Zivilisten und Vandalismus, nämlich Zerstörung von Kulturgut. Und hier möchte ich nur noch zwei Begriffe ganz kurz andeuten, die auch in unsere Diskussion hineinkommen können. Und das eine ist der Begriff des Nemozids. Also immer wenn wir mit Genoziden zu tun haben, geht es auch um einen Gedächtnismord. Es geht um einen Mord oder Verhinderung, dass die Opfer dieser Geschichte gehört werden. Und deshalb ist es so wichtig, genau diesen Tatbestand, diesen Unrechtsbestand zu verändern und dafür zu sorgen, dass diese Straffreiheit, die früher herrschte, heute nicht mehr möglich ist. Aber wir sehen auch, dass es immer noch ganz lange Latenzzeiten gibt, bis solche Gewaltverbrechen auch erinnert werden. Siehe die Dinge, die in Kanada gerade passieren. Und der zweite oder letzte Begriff, der heißt Urbizid. Alles nach diesem Genozidbegriff gebildet. Das ist der Städtemord. Also Gedächtnismord, Städtemord. Und der Städtemord, das hat etwas zu tun mit einer nationalistischen Reinheitsidee, dass man Städte, und wir haben es gerade gehört, die Ukraine ist eine vielsprachige, multikulturelle, religiöse Kultur, die nicht auf ethnischen Nationalismus reduziert werden kann. Das ist aber genau das Anliegen der Städtemörder, die nämlich genau dieses lange europäische oder Weltkulturerbe dieser Städte, die ja in den Nationen sich befinden, auslöschen wollen, weil sie mit dieser Geschichte nichts anfangen wollen. Und genau das ist es aber auch, was wir in der Ukraine jetzt erleben, dass eine Stadt nach der anderen, die ihre ganze Kultur, nicht nur das bewegliche Kulturgut, sondern auch das gebaute Kulturgut ist hier, wird hier zerstört und insofern nimmt auch das überhand. Und es sind hier also ein paar nur Begriffe, die ich einblenden wollte, die uns vielleicht bei unserer Diskussion über das Ausmaß der Zerstörung helfen können. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Professor Aßmann. Ich hätte kurz eine Nachfrage, bevor wir uns mal konkrete Beispiele anschauen, was vor Ort da vorgeht. Sie sprechen von einem Genozid, oder sehe ich das falsch? Also sind wir da Augenzeuge eines Genozids? Wir sind zweifellos Augenzeuge eines Angriffskriegs, eines Eroberungskriegs. Im Laufe des Eroberungskriegs war, wenn wir uns an diese Bilder aus Butscha erinnern, das Thema Völkermord im Raume. Nach allem, was wir bisher sehen, wie beurteilen Sie das? Ist das ein Genozid, ist das ein Völkermord, den wir da sehen? Ja, um die Frage zu beantworten, positiv zu beantworten von mir, habe ich Ihnen jetzt mal Sie an Lemkin erinnert, was er unter Genozid versteht. Und die Konvention, wie sie von der UNO dann angenommen wurde, ist in der Tat sehr zusammen. gerafft worden, vieles weggelassen worden. Aber die wirkliche Intention ist eben genau der Punkt, dass die Kulturzerstörung genauso wichtig ist. Also wir haben landläufig die Vorstellung, dass es sich beim Genozid um ein Verbrechen der größten Größenordnung handelt. The crime of all crimes. Ja? Und es ist sozusagen das XXXL. Und wenn das nicht an den Holocaust herankommt, dann können wir diesen Begriff eigentlich gar nicht ansetzen. Darüber gibt es ja auch Streit, ist das nur ein Massaker oder ein Genozid? Ich finde, diese Diskussion läuft total falsch. Wir müssen zu Lemkin zurück. Er hat da etwas entdeckt, was auch den heutigen Krieg sehr, sehr gut beschreibt und sehr, sehr genau beschreibt, viel genauer als die Frage nach, wie viele Leichen am Schluss auf einem Haufen liegen. Das ist nicht der Zugang zum Genozidbegriff, sondern der Punkt, dass hier beides zusammengeht, die Barbarei, das heißt die Ermordung von Zivilisten zusammengenommen mit der Zerstörung von Kulturgut. Also unsere Diskussion ist überfällig und wir müssen genau diese Kulturdimension jetzt ins Zentrum rücken, gerade weil sie in den anderen Gesprächen noch nicht genügend anerkannt worden ist. Vielen Dank. Zwei Doktoranden der Europa-Universität Viadrina, Oleksiy Isakov und Bozena Kozakiewicz, haben uns hier als Diskussionsgrundlage einige Beispiele aufbereitet von zerstörten, von bedrohten Kulturgütern, werden uns berichten, was vor Ort auch zu ihrer Bewahrung passiert.
Und ich würde Sie jetzt gerne zu Wort bitten. Vielen Dank, Herr Praschl. Ich fange gern an. Guten Abend von meiner Seite auch an alle. Und zuerst möchte ich die Auszüge aus der Rede von Olga Rončar, Direktorin des Städtischen Gedenkmuseums, Territorium des Terrors und Gründerin des Museum Crisis Center vorlesen. Die Rede hat sie am 8. Mai im Rahmen des Benefiztages für die Ukraine im Hamburger Museum am Roten Baum gehalten. Museum Territorium des Terrors. Bis zum 24. Februar 2022 war das Team des Museums Territorium des Terrors in Lviv mit der gewöhnlichen Museumsarbeit beschäftigt. Wir haben mündlich überlieferte Geschichte, die Erfahrungen der Menschen, die ein totalitäres Regime überlebt haben, aufgezeichnet, haben die Sammlungen des Museums als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie online zugänglich gemacht, Führungen durch die Dauerausstellung gegeben, Veranstaltungen unseres öffentlichen Begleitprogramms geplant und an der Sammlung sowjetischer Monumentalkunst gearbeitet. Wir haben gesammelt, aufbewahrt, geforscht, ausgestellt, wie es sich einem Museum gehört. Seit dem 24. Februar 2022 vereinbaren meine KollegInnen Museumsarbeit und ehrenamtliches Engagement. So beispielsweise leitet jetzt Liana, eine Historikerin, die ein paar Tage vor dem Krieg ihren Masterabschluss erhielt, eine Logistikzentrale in Jovkva. Diese Zentrale sammelt und verteilt humanitäre Hilfe für das ukrainische Militär. Und unsere Kassiererin backt jeden Tag Kuchen für unsere Jungs und Mädchen an der Front. In den vergangenen 2 Monaten haben wir uns darauf konzentriert, die Sicherheit unserer Sammlung und unserer Arbeitsräume zu erhöhen. Diese Arbeit wäre ohne die Hilfe internationaler PartnerInnen und FreundInnen des Museums nicht möglich gewesen, da die Unterstützung der zivilen Bevölkerung und der Armee aktuell erste Priorität für unsere Stadtverwaltung ist. So haben wir die digitalisierte Sammlung des Museums mit Unterstützung deutscher FreundInnen aus der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas online veröffentlicht. Die Sicherheit der Sammlung und der Infrastruktur des Museums wurde von der International Alliance for the Protection of Heritage in Conflict Areas mit Sitz in der Schweiz verstärkt. Wir haben von unseren polnischen FreundInnen viele wichtige Materialien für die Erhaltung der Exponate erhalten. Wir haben außerdem evakuierte Privatsammlungen in unserem Museum untergebracht. Unser langjähriger Partner, das Luhansker Regionalmuseum für Heimatkunde aus der Stadt Starobielsk in der Region Luhansk, ist zu uns umgezogen. Dies ist der zweite Umzug für dieses Museum. Zum ersten Mal zogen sie aufgrund der russischen Besatzung von Luhansk im Jahr 2014 von Luhansk nach Starobielsk um. Jetzt, dass Starobielsk von Russland besetzt wurde, zog das Museum nach Lviv. Bis heute warten wir immer noch auf die offizielle Stellungnahme und Anweisungen des Ministeriums für Kultur- und Informationspolitik der Ukraine bezüglich der Museen in der Okkupation, im Exil und der Museumsmitarbeitenden. Und während sie überlegen, sind es alte und neue Partnerschaften und zwischenmenschliche Beziehungen, auf die wir uns stützen und so Menschenleben retten. Museum Crisis Center. Kurz nach Kriegsbeginn gründete ich das Museum Crisis Center. In 2 Monaten sind wir ein Team von 12 Personen geworden. Museumsmitarbeitende und KulturakteurInnen, die jeden Tag daran arbeiten, Spenden zu generieren, Informationen über die Lage bei anderen Museumsmitarbeitenden in der ganzen Ukraine zu sammeln und Gelder an diese Menschen zu schicken. VertreterInnen des Teams haben ihren Sitz in Lviv, Ivano-Frankivsk, Winnica, Tschernihiw, Uschgorod und in Polen. Wir bieten individuelle finanzielle Unterstützung für Museumsmitarbeitende, die weiterhin in der Okkupation und unter Beschuss zur Arbeit gehen. Der größte Teil dieser Hilfe wird vor Ort für Lebensmittel, Wasser und Medikamente aufgewendet.
Innerhalb von 66 Tagen haben wir 79 Museen und 530 Menschen mit dem Gesamtbeitrag von 1.021.885 Hryvnia unterstützt. Umgerechnet sind das 31.821 Euro. Was ist der schwierigste Teil an der Arbeit des Museum Crisis Center? Zu erklären, dass Museumsmitarbeitende, die in der Ukraine bleiben, genauso wichtig sind wie die Exponate, die geschützt werden müssen. Ukrainische Museumsmitarbeitende, Menschen, Fachleute mit entsprechendem Wissen sind ein ebenso wichtiger Teil des Erbes wie physische Artefakte und es ist auch wichtig, sie finanziell zu unterstützen, damit es jemandem gibt, der oder die Exponate in die Schutzmaterialien einwickeln und in die Truhen, die von internationalen Organisationen übergeben werden, verpacken kann. Dieselben Menschen, ihre Erfahrung und ihr Wissen werden relevant sein, wenn keine Bomben mehr auf die Ukraine fliegen und wir über die Restaurierung von Exponaten und den Wiederaufbau von Museen sprechen können. Guten Tag auch von meiner Seite. Ich setze fort. Olena Lysenko, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung des Stadtterrors der Sowjetzeit am Institut für Geschichte der Ukraine der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine, berichtet über das Staatssicherheitsarchiv im Oblast Tscherniw. Es ist sehr schwer zu akzeptieren, was am 24. Februar 2022 mit unserem Leben passierte. Alles, was wir vorher kannten, alles, was wir waren, erfuhr grundlegende Veränderungen. Russlands großflächige Invasion zwang alle Ukrainer, ihr eigenes Leben zu überdenken, ihre eigenen Prinzipien, politischen Präferenzen und Lebenspositionen zu überprüfen. Deshalb ist es heute wichtiger denn je, unser historisches Gedächtnis, unsere historischen und kulturellen Denkmäler, unsere Museen und Archive zu erhalten. Am 25. Februar 2022, am zweiten Tag des umfassenden Einmarsches der russischen Armee in die Ukraine, wurde das gesamte historische Archiv in den Räumlichkeiten des Sicherheitsdienstes der Ukraine vom Gebiet Tscherniw vollständig zerstört. Insgesamt sind etwa 13.000 Akten verbrannt. Im Archivunterstützungssektor des Zweigarchivs des Sicherheitsdienstes der Ukraine wurden Akten aufbewahrt, die bis ins Jahr 1918 zurückreichen. Diese Akten enthielten einzigartige Dokumente, die Tagebücher, die als Grundlage für die Anklage der Beschuldigten dienten, einzigartige Bilder, Briefe der Strafgefangenen und ihren Familienangehörigen an Behördenvertretern, diverse Postkarten, Audio- und Videoaufnahmen, Vernehmungs- und Konfrontationsprotokolle, Finanzunterlagen aus dem Jahr 1915 sowie Urkunden und Gutachten. Das heißt, eine ganze Schicht unserer Geschichte verbrannte in einem Augenblick. Denn niemand wird jemals diese Fälle lesen und die Wahrheit über diese Vergangenheit erfahren. Außerdem ist es im Gebiet Tscherniw nun unmöglich, den Rehabilitierungsprozess fortzusetzen. Weil es keinen einzigen Fall gibt, den wir der Nationalen Kommission vorlegen könnten. Die dazu benötigten Unterlagen sind alle verbrannt. Auch die Bestände für Einzelpersonen wurden fast vollständig vernichtet. Es handelt sich um 4.500 Akten, davon 3.000 Personalakten von Mitarbeitenden der sowjetischen Sonderdienste. Ich persönlich konnte 40 dieser Personalakten retten. Leider viel zu wenig. Dies ist ein extrem schwerer Verlust für das gesamte kulturelle Erbe unseres Landes. Wäre es möglich, diese sinnlose Tragödie zu vermeiden? Ja, ohne Zweifel. Mit einer einfachen Evakuierung der Dokumente hätte sie gerettet, sowie eine banale Digitalisierung oder angemessene Speicherung dieser Quellen. Im Zusammenhang mit der Pandemie haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereiches Archivbetreuung in den letzten Jahren mit der Bearbeitung von Nutzeranfragen in elektronischer Form beschäftigt. Aber alle Materialien für die Nutzerbetreuung wurden im selben Raum wie die Papierakten aufbewahrt. Am 25. Februar 2022 wurden sie alle ebenfalls zerstört.
Russische Truppen haben uns von unserem historischen Erbe befreit. So ergaben sich die Umstände, dass ich in den letzten 7 Jahren sehr fruchtbar in dem heute zerstörten Archiv gearbeitet habe. Das Ergebnis meiner Arbeit war die Archivierung von fast 900 Archivkriminalfällen. Am 24. Februar 2022, nach Beginn der groß angelegten Invasion, verließen meine Familie und ich die Stadt Tscherniw. Dies rettete uns jedoch nicht vor der Besatzung. Ich nahm mein sogenannter Arbeitsarchiv mit. Ich habe diesen Schatz sehr sorgfältig versteckt. Während der gesamten Besatzungszeit habe ich 3-mal das Versteck für das Archiv geändert und hatte große Angst, dass Russen es finden werden. Meine Angst war so stark, dass ich moralisch dazu bereit war, die altbewährte Methode der ukrainischen Bauern anzuwenden, die Dokumente einfach zu vergraben. Glücklicherweise wurde unsere Region befreit. Das Archiv ist jetzt bei mir zu Hause. Ich und meine Kolleginnen und Kollegen stehen erst am Anfang der Bestandaufnahme. Wir wissen immer noch nicht, welche Fehler den Angriff überstanden haben und welche nicht. Für welche Fälle eine Kopie existiert und für welche nicht. Ich habe eine Woche vor der Invasion mit einer internen Bestandaufnahme der Akten in meinem Archiv begonnen. Aber ich habe sie immer noch nicht abgeschlossen. Natürlich werden wir niemals alle Archivalien restaurieren können. Und das ist eine riesige Tragödie. Was kann die Situation retten? Die Antwort auf diese Frage ist klar. Digitalisierung aller vorhandenen Materialien schnellstmöglich. Natürlich kostet dies eine enorme Menge an Geld und Personal, aber es ist besser, jetzt in die eigene Zukunft zu investieren, als später das zu bereuen, was unersetzlich verloren geht. Es berichtet Sergei Lajewski, Direktor vom Wassil Tarnowski Geschichtsmuseum von Tscherniw. Natürlich bereitete ich mich auf den Krieg vor. Wir haben 2014, 2015 mit einer solchen Vorbereitung begonnen. 2018 gab es einen weiteren Versuch im Zusammenhang mit der Beschlagnahme ukrainischer Schiffe und der Einführung des Kriegsrechts. Im Rahmen dieser Vorbereitung wurden Listen der zu evakuierten Exponate der sogenannten ersten und zweiten Gruppe erstellt. Diese Vorbereitung umfasste bestimmte Schulungen für das Museumspersonal. Was muss evakuiert werden? Wer und wohin muss evakuieren? In welcher Reihenfolge und wie zu handeln? Wir haben viele Listen erstellt. Wir haben Fragen gestellt. Und leider haben wir keine Antworten auf die Fragen erhalten, was sehr bedauerlich ist. Denn glauben Sie mir, darauf gibt es bis heute keine Antworten. Es ging darum, wer uns evakuieren würde. Das heißt, welche Art von Transport? Welche Strecke? Wie wird der Schutz durchgeführt? Wo? Ein genau definierter Ort, damit wir ihn inspizieren können, damit wir verstehen, wie die Objekte, die wir mitnehmen wollen, dort verteilt werden können. Und wie werden Museumsobjekte am Ort ihrer Zwischenlagerung überwacht? Und tatsächlich hat uns das Training, das wir durchgeführt haben, bis zu einem gewissen Grad geholfen. Ich bin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Museums unendlich dankbar. Ich war überrascht und es fällt mir auch jetzt noch schwer, die Worte zu finden. Fast 90% unseres Teams erschienen an den Arbeitsplätzen. Und am 24. Februar unter den Bomben gingen wir in unseren Keller hinunter und bauten fast alle Exponate der ersten Gruppe und teilweise der zweiten Gruppe ab. Wir haben sie verpackt, eingelagert und so gestapelt, dass diese Gegenstände sicher sind. Und am nächsten Tag kehrte ein Teil der Mitarbeiter wieder an ihren Arbeitsplatz zurück und wir setzten diese Arbeit fort. An diesem Tag arbeiteten wir in den historischen Ausstellungen und in unserer Zweigstelle des Militärhistorischen Museums wurde alles, was wir tun konnten, am Vormittag des 24. Februar erledigt. Weil sich in der Nähe ein bestimmtes Objekt befindet und wir glaubten, dass dieses Objekt zu den ersten Zielen des Angriffs und der Zerstörung gehören würde. Es war eine echte Lebensgefahr, also ließ ich die Leute nach Hause gehen.
Es ist bereits bekannt, dass Tscherniw am Abend des 24. Februar umzingelt wurde. Die Besatzer erreichten schnell die Außenbezirke unserer Stadt und begannen mit Artilleriebeschuss. Und von dieser Stunde im Museum, neben dem Museum, haben wir alles gehört. Unsere Artillerie feuerte, wir hörten es. Russische Truppen feuerten auf unsere Artillerie, feuerten auf die Stadt, wir hörten und sahen es auch. Großes Feuer, Rauch, die Erde bebte. Es ist klar, dass das Team in den folgenden Tagen nicht zur Arbeit ging. Aber ich, als Direktor des Museums, verließ mein Zuhause am 24. Februar und kehrte irgendwann nach dem 10. April zurück. Neben mir war meine Frau, die auch Mitarbeiterin des Museums ist. Vier weitere unserer Mitarbeiter und ihre Familien waren bei uns. Die Familie Trojtschuk, stellvertretender Direktor der Verwaltungs- und Wirtschaftsabteilung und Ingenieur für Arbeitsschutz des Zivilschutzes. Er ist auch Elektriker, was für uns sehr wichtig war. Und die Trochan-Familie, erfahrene Forscher. Tatsächlich haben wir zu sechs das Museum verteidigt. Buchstäblich in den allerersten Nacht erschienen Fremde in unserem Museum. Das waren Einwohner von Tscherniw, die in diesem Teil unserer Stadt festsaßen und nicht nach Hause zurückkehren konnten. Wir haben sie in unserem Keller versteckt. In wenigen Tagen wurden die Betten erweitert. Wir haben einen gewissen Raum aufgerichtet, in dem es möglich war, die Bombardierung nicht nur abzuwarten, sondern auch tatsächlich zu leben. Es gab zwei schwangere Frauen und wir hätten beinahe eine Geburt erlebt. Das ist eine sehr berührende Geschichte. Und für all das waren wir zu sechst zuständig. Am 6. März explodierte eine Mine in der Nähe des Museums. Am meisten wurde das Kunstmuseum getroffen, aber die Trümmer trafen auch unsere Fassade, zerschmetterten die Fenster, gingen in die Ausstellung. Tatsächlich ist es sehr beängstigend, wenn es eine Explosion gibt und die Trümmer auf den Kopf fliegen. Dann wurde uns klar, dass wir uns auf etwas konzentrieren müssen, weil wir Angst hatten, dass wir sonst nicht lange durchhalten hätten. Wir mussten uns auf etwas konzentrieren, das uns ablenken würde. Und auf etwas, was wir verstanden und gut kannten. Und wir begannen mit dem Aufbau der Ausstellung. Wir haben das fast jeden Tag mehrere Stunden lang gemacht. Wir schlossen die Fenster, also es war sehr dunkel. Wir benutzten Kerzen, wir benutzten Taschenlampen. Wir öffneten die Fenster nur, damit das Tageslicht hereinkam und wir zumindest sehen konnten, was wir enthüllten. Als elektrisches Licht auftauchte, schalteten wir es natürlich ein und setzten unsere Arbeit fort. Wir glauben, dass wir richtig gehandelt haben, weil wir es nicht verstanden haben, nicht wussten, wie es enden könnte. Und diese Arbeit musste auf jeden Fall gemacht werden. Wir haben fast 95% unserer Ausstellung abgebaut. Da sind viele Museumsgegenstände. Ungefähr 5.500 Gegenstände. Людмила Міщенко, Direktorin des Heimatmuseums der Stadt Ochtyrka in Oblast Sumy, berichtet. In der Nacht von 7. auf den 8. März 2022 wurde unser Museum infolge eines Luftangriffs der russischen Armee zerstört. Vom 9. März bis zum 23. April haben die Museumsangestellten, die ihrem Beruf treu dienten, zusammen mit ihren Angehörigen und Freiwilligen die Trümmer beseitigt. Sie retteten die im Keller des Museums gelagerten Exponate. Überfälle durch feindliche Flugzeuge, ständiges Artilleriefeuer haben uns nicht erschreckt und uns an der Rettung der Museumssammlung nicht gehindert. Ein Luftangriff am 25. Februar zerstörte das Heizkraftwerk der Stadt. In kalten Häusern wurden wir alle schwer krank. Medikamente waren in Apotheken nicht erhältlich, da sie von den Einwohnern von Ochtyrka massenhaft gekauft wurden. Es war auch schwierig, Lebensmittel zu bekommen.
weil wir umziegelt waren und nur die Straße in die Richtung Poltawa bot uns eine Überlebenschance. Von dort wurden uns Lebensmittel und Medikamente geliefert. Wir alle arbeiteten für 2/3 des Gehalts und die Preise stiegen um ein Vielfaches. Aber wir haben die Stadt nicht verlassen, weil wir uns für die Rettung der Museumssammlung in großer Verantwortung fühlten. Wir haben unseren Beruf nicht verraten. Wir überlebten. Und nun tun wir alles, um das Museumsgut für die Nachwelt und für die Zukunft zu erhalten. An dieser Stelle will ich mich auch herzlich bedanken bei Museum Crisis Center für die Berichte und dass wir sie nutzen dürfen und auch bei Olena Lysenko vom Tschernihiw Archiv, die den Bericht extra für unsere Veranstaltung verfasst hat. Und auch herzlichen Dank für die Übersetzung aus dem Ukrainischen ins Deutsche an Maria Kersanova, studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Entangled History of Ukraine. Und bevor wir in die Diskussion übergehen, würden wir gerne Ihnen noch das Interview mit dem Bischof Serhii, der zuständig ist für das Gebiet Donetsk, zeigen. Dieses Interview wurde von Jörg Drescher vorbereitet vom Deutsch-Ukrainischen Forum. Vielen Dank dafür. Hallo zusammen, mein Name ist Jörg Drescher. Seit gut 5 Jahren bin ich mit der ukrainisch-orthodoxen Kirche verbunden und habe in dieser Zeit mehrfach Städte in der Ostukraine besucht, um die Arbeit dieser Kirchen kennenzulernen. Die Kirchengebäude sind oftmals nicht nur für Gottesdienste, sondern auch Stätten zur Pflege der ukrainischen Kultur und für soziale Zwecke. Als Begegnungsorte und Suppenküchen. In der Ostukraine gibt es nicht so viele ukrainisch-orthodoxe Kirchen, da sie kaum Geld hatten. Weiter stärker vertreten sind russisch-orthodoxe Kirchen, wobei diese rein für geistliche Zwecke genutzt werden. Ich möchte hier vorstellen. Der Bischofssitz in Mariupol, zuständig für das Gebiet Donetsk, 2014 aus der gleichnamigen Stadt nach Mariupol ausgelagert. Das Gästehaus und die zugehörige Kapelle wurden während der Kämpfe im März 2022 schwer beschädigt. Die Kirche des Erzengels Michael in Mariupol. Sie wurde mit ukrainischen Ornamenten in Handarbeit verziert, um das Prädikat Schönste Kirche der Ukraine zu erhalten. Dort gab es neben einem Raum für Gottesdienste eine Suppenküche, eine Bibliothek, einen Übungsraum zum Erlernen des Instruments Bandura und einen Ausstellungsraum für ukrainische Geschichtsexponate. Es ist nicht bekannt, was aus dem Gebäude seit Kriegsbeginn wurde. Der Kirchenkomplex in Wolnowacha, eine traditionelle ukrainische Holzkirche mit einer Begegnungsstätte. Der Komplex wurde während der Kämpfe zerstört. Die Kirche in Konstantinivka, mit einem Pfarrhaus, in dem eine Suppenküche und Lehrstätte eingerichtet ist. Die Kirche wird genutzt, um Lebensmittel zu verteilen und ist Anlaufpunkt für Menschen, die evakuiert werden wollen. Die Kirche in Severodonetsk. Sie befand sich im Aufbau, um nach dem Vorbild der Kirche des Erzengel Michael mehrere Wirtschaftsräume zu bekommen. Es ist unbekannt, was aus dem Gebäude geworden ist. Die Kirche in Cherson, in einer Mikroregion der Stadt. In ihren Kellern wurden Ikonen gesammelt, mit denen Anwohner nichts anfangen konnten. Darunter sehr alte Raritäten. Was aus der Kirche seit der Besetzung Chersons geworden ist, ist unbekannt. Ich sprach mit Bischof Serhii, zuständig für das Gebiet Donetsk. Здравствуйте, дорогой Юрг. Я в 2014 году действительно выехал вместе с духовенством с Донецка из временно оккупированной территории. 2014 floh er aus dem Umland der Stadt Donetsk, wo er ein Hospiz betrieb, das nach seiner Flucht von den Separatisten geplündert wurde. Er ist für den Sozialdienst der ukrainisch-orthodoxen Kirche zuständig, eine Art im Aufbau befindliche Diakonie oder Caritas.
Er führte seine Arbeit von Mariupol aus weiter. Von dort floh er im März 2022 auf abenteuerliche Weise. In dem Gespräch sagte er, dass 36 Kirchen in der Donetsker Volksrepublik stünden, aber die Geistlichen fehlen, um sie zu nutzen. Um die verlorenen Gebäude sei es zwar schade, aber diese könnten wieder aufgebaut werden. Wichtig ist das Leben der Menschen. Auf meine Frage, was er sich als Unterstützung von Deutschland oder Europa wünsche, antwortete er, humanitäre Hilfe, da in seinem neuen Aktionsort Dnipro täglich tausende Menschen mit kaum Geld oder Sachen ankommen. Große Sorge bereitet ihm der kommende Winter. Fehlender Wohnraum und nachlassende Hilfe. Gebraucht werden Lebensmittel, die vor Ort gekauft werden können, Kleidung und Medikamente. Vielen Dank, Herr Isakow, vielen Dank, Frau Kosakewitsch, für diesen bewegenden Einblick, für diese bewegenden Beispiele, die Sie da zusammengetragen haben, die uns eine Idee davon geben, von der Dimension der Katastrophe für das ganze ukrainische Volk und in diesem Fall auch für viele ukrainische Kulturgüter. Wir haben auch erfahren, dass einer der wichtigen Punkte, die einer der Punkte natürlich auch der Überlebenskampf ist, von dem viele Mitarbeiter von Kulturstätten, von Museen, Archiven stecken, also auch der reine wirtschaftliche, aber auch im Krieg der physische Überleben. Das ist also sicherlich nicht nur der Erhalt von Gebäuden oder Archiven im Mittelpunkt steht. Dieses Crisis Center ist eine sehr interessante Einrichtung. Wenn Sie sich um 79 Museen kümmern und 1 Million Hryvnia bis jetzt Etat haben, ist das sicherlich viel zu wenig. Man ahnt, dass da wesentlich mehr Geld nötig wäre. Wir haben die Webseite gerade eingeblendet vom Museum Crisis Center. Die freuen sich sicher über finanzielle Unterstützung. Und ich kann Ihnen auch jetzt schon zusagen, auch das Deutsch-Ukrainische Forum wird diese Initiative in geeigneter Weise unterstützen. Tolle Sache. Und wir hoffen, dass wir da ein bisschen dazu beitragen können, etwas zum Erhalt der ukrainischen Kulturgüter zu tun. Ich würde jetzt eine kleine Gesprächsrunde bitten. Vielleicht, Herr Zilm, wenn Sie die mal einblenden könnten. Wir begrüßen erneut Frau Professor Aßmann. Und dann begrüßen wir zwei Gäste aus der Ukraine, nämlich Dr. Oleg Turi, Historiker an der ukrainischen katholischen Universität in Lviv. Wie ich erfahren habe, nicht Mitglied der deutsch-ukrainischen Historikerkommission, aber der deutsch-österreichischen. Ne? Genau. Und in Kiew von der Taras Schewtschenko-Universität Frau Dr. Kopchenko, dann nicht ganz so weit von uns entfernt, hier in Berlin sitzen, der Juri Gurzi, bekannt weit über Berlin hinaus, eigentlich in ganz Deutschland, für unter anderem für die Russen-Disco, die sie, glaube ich, zusammen mit Wladimir Kamina ins Leben gerufen haben, die aber jetzt nicht mehr so heißt. Ne? Ich habe gesehen, die ist mit dem Kriege auch umbenannt worden in Ukraine-Disco. Läuft das denn? Juri. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Sehr gut. Die Aktion hat mit mir ehrlich gesagt nichts zu tun. Nicht so viel zu tun. Ich bin okay. Seit 2014 quasi raus aus diesem Projekt, was als Projekt eigentlich nicht mehr existiert. Wir haben nach wie vor Kontakt mit Herr Kamina, wir haben auch eine Band, aber das mit der Ukraine-Disco, das macht er alleine. Ich finde es gut, dass er das macht. Ich habe schon vor vielen Jahren angefangen, ukrainische Musik aufzulegen in verschiedenen, unter verschiedenen Namen und mache das immer noch, aber gerade fällt mir es ehrlich gesagt sehr schwer, überhaupt Musik zum Tanzen aufzulegen. Es ist schwierig, ich kann es mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Deswegen eigentlich in den letzten Wochen sage ich immer ab, wenn ich angefragt bin, weil es geht einfach nicht gerade. Ich glaube, ich bin auf andere
ganz eine andere Stimmung, verständlicherweise. Ja, wie hat sich Ihr Leben verändert in den letzten Monaten? Ich lebe ja auch selber in Berlin, viel Kontakt zu ethnischen Ukrainern, die hier oft schon wie Sie auch seit vielen, vielen Jahren in Berlin leben. Sehr viele sind in der praktischen Hilfe für die Flüchtlinge engagiert oder beschäftigen sich mit Hilfstransporten in die Ukraine. Was machen Sie? Sind Sie da auch aktiv oder? Ich bin auf jeden Fall aktiv. Ja. Ich versuche auf kreative Weise auch Spenden zu sammeln, andere zum Spenden animieren. Ich spende das, was ich als Musiker verdienen kann. Ich initiiere Projekte, die dann Spenden bringen. Ich bin auch ständig in Kontakt mit meinen Freunden in der Ukraine und ich weiß, was gerade braucht. Das ist wichtig und ich finde es gut, dass es diese Möglichkeit gibt, jetzt direkt zu helfen und es geht auch relativ schnell, also wenn es ums Geld geht. Außerdem ist meine ganze Familie aus Kharkiv inzwischen hier eingereist. Es sind einige Menschen und genau. Also es hat sich viel verändert und ich schreibe auch eine Kolumne für den Tagesspiegel, wo ich darüber, also über alles, was ich gerade erwähnt habe, auch berichte. Die ich aufmerksam gelesen habe, sehr lesenswert, auch online. Da geht es ja oft um Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine mit sehr vielen Kulturgütern. Wie sind Ihre Informationen, was spielen die gefährdeten Kulturgüter dort für eine Rolle? Die Menschen sind wahrscheinlich überwiegend mit ihrem eigenen Überleben beschäftigt und weniger mit den Museen, nehme ich an, oder? Ich glaube, es wurde, also ich habe letztes Jahr mit Sergei Jadan ein Album aufgenommen. Ja. Wir haben zusammen recherchiert und in Kharkiv eben geprobt und aufgenommen. Es waren die Texte, zu denen wir Musik geschrieben haben, stammen von den Dichtern, die im Slovo-Gebäude, im Haus Slovo in Kharkiv gelebt haben und die zur vernichtenden Renaissance gehören, also die alle in den 30ern oder fast alle ermordet wurden. Also das Haus Slovo wurde angeschossen, also aber es steht noch, soweit ich weiß. Es wurde auch Literaturmuseum betroffen, soweit ich weiß. Ja. Und es ist natürlich, und halt, man kriegt natürlich täglich mit, was, also es wird nach wie vor täglich bombardiert seit dem Beginn der Eskalation. Und das ist natürlich, also dafür fehlen mir wirklich die Worte. Frau Dr. Kopchenko, Sie sind in Kiew zu finden. Ich hatte selber im April bei einer Reise in den Gebieten rund um Kiew Gelegenheit, mir ein Bild zu machen von den schrecklichen Zerstörungen dort. Wie ist die Lage in der ukrainischen Hauptstadt, was gefährdete Kulturgüter betrifft? Im Moment befinde ich mich in Berlin, aber ich habe hier ständige Kontakte mit den Kolleginnen und Kollegen in Kiew und verfolge natürlich die Situation aufmerksam. Ja, Kiew ist ja Gott sei Dank, der Stadt geht ja etwas besser als dem zweitgrößten Stadt Kharkiv, weil Kharkiv einfach eine Grenzstadt ist, ja, liegt an der Frontlinie, während Kiew seit Mitte April nicht in Gefahr steht, der sozusagen direkte Eroberung, sondern die sozusagen die Gefahr der Raketenbeschüsse leider immer noch aktuell ist und bleibt. Und hier in Kiew gibt es ja natürlich und gab es auch viele Maßnahmen und Aktionen, um die Denkmäler zu schützen und die Kulturerbe. Und beispielsweise, es fand eine großartige Aktion statt, um die Denkmäler mit den Sandsäcken zu schützen. Das fand natürlich nicht nur in Kiew statt, aber in der Stadt Kiew, soweit ich weiß, war das eine Aktion ohne staatlichen Geld. Das Geld dafür, also praktisch 170 Tonnen von Sand wurde hingebracht von der
Baufirmen, auch die Spenden von verschiedenen Unternehmen und einfach auch die Aktivitäten von Kiew. Also alles wurde eingesetzt, um die große und zentrale Denkmäler in Kiew zu schützen. Das passiert noch im März und April. Und auch jetzt dient Kiew auch zu einer zentralen Stelle für die Hilfe über Lieferung und Mitteilung, Verteilung in verschiedenen Museen. Und übrigens, das wird vielleicht eine weitere Frage sein, wie die deutsche Hilfe hier benutzt wird, eingesetzt wird, wie Deutschland hilft, sagen wir so. Aber die einige Hilfe, die aus Deutschland kommt, übrigens, wird in die Sophienkathedrale gebracht, Hörlandkloster, also die große Museumsgelände, wo man das lagern könnte und das weiter auch verteilen, was einerseits staatlicherseits und andererseits mit Hilfe auch von öffentlichen Aktivisten auch sozusagen weiterverteilt sind in die Museen, die das brauchen, im Osten, Norden und Süden der Ukraine. Also Kiew ist, wie gesagt, Gott sei Dank, ist ja im Moment in etwas besserer Situation, aber die Gefahr ist ja natürlich bis zum Kriegsende, bis zum Sieg der Ukraine bleibt leider aktuell. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich in der Hauptstadt der Ukraine besonders viel Archivgut lagert, an ganz vielen Plätzen, historische Archive besonders bedroht sind. Wir haben heute gehört, ein Mittel, sowas zumindest für die Nachwelt inhaltlich zu bewahren, ist die Digitalisierung. Die Ukraine ist mir selber als Land bekannt, das viel digitalisierter ist als unser eigenes hier in Deutschland. Ist da in den vergangenen Jahren schon was gelaufen oder müsste man da von null anfangen, wenn man diese Archive, zum Beispiel die ehemalige, dieses NKWD, KGB-Archivmaterial, aber auch Regierungsakten aus vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten, ist da schon irgendwas digitalisiert oder müsste man da ganz von vorne anfangen? Nee, zum Teil fand die Digitalisierung schon statt. Das lief auch vor dem Krieg natürlich, auch ja. Zum Teil mit Hilfe von irgendwelchen Stiftungen oder nicht, sagen wir, staatlichen Organisationen, NGOs und so weiter, weil die Archive auch die Partner selber dafür finden mussten. Leider die Finanzierung nicht genügend war. Aber jetzt im Laufe des Krieges, ich kann das am Beispiel einer der zentralsten Archive mehr illustrieren, habe extra Kontakt aufgenommen mit dem Historiker Jaroslav Faisulin, der ist Direktor der historischen Archive in Kiew. Und der meinte, dass sie jetzt gerade während des Krieges in der Situation extra mit der Digitalisierung beschäftigen und pro Tag wird es bis zu 15.000 Blätter oder Dokumente, also digitalisiert, eingescannt und dadurch ja auch zumindest in dieser digitalen Form aufbewahrt. Und was man auch braucht in diesem Sinne, das ist natürlich der Server, also die Hilfe in diesem Sinne bei Digitalisierung. Auch sind die Kartons und die entsprechende Verpackung für die Dokumente nötig, auch feuerfeste und für die Dokumente, die sozusagen nicht Standardgröße haben und auch ja, natürlich sehr wert sind, Unikate, das braucht man jetzt besonders, die Schränke und für die Dokumente, weil die Möglichkeit, die rauszunehmen oder wohin zu bringen, die Evakuierung sozusagen der Dokumente steht praktisch nicht in Frage, rechtlich und logistisch, meinten sie. Es ist ja wirklich sehr kompliziert, weil nur für ungefähr kann man dann schätzen, allein aus diesem historischen, zentralen historischen Archiv, dann braucht man 70 Wagen von ungefähr nur, leicht eingeschätzt. Und wer sollte das machen? Wie? Das ist zu kompliziert. Deswegen, die Aufgabe ist, in den meisten Archiven die Dokumente da am Ort möglich zu schützen, aufzubewahren, in sichere Orte zu bringen. Deswegen, wenn man schon von der Hilfe spricht, wie gesagt, die entsprechenden Schränke, Kartons, Feuerlöscher sind das natürlich die Ausstattung, die materielle, wofür man sehr dankbar wäre. Und wie gesagt, die alle Ausstattung für die Digitalisierung und ja, für die Kopierung der Dokumente.
Ist das realistisch zu schaffen? Ein Argument, ein Punkt ist ja einfach der Zeitdruck. Also wir können ja nicht von Projekten, das nützt ja nichts, wenn wir es in den nächsten 25 Jahren digitalisieren. Das müsste ja, wenn man es wirklich retten will, sehr schnell gehen. Ist das überhaupt realistisch? Ja, natürlich sind die Kapazitäten begrenzt auf Menschen und wie gesagt die Ausstattung, immerhin ist kein anderer Weg. Es gibt einerseits jetzt die wertesten Sachen aufzubewahren, in sichere Orte zu bringen einerseits und andererseits ist ja wirklich die Digitalisierung ist ein Weg, die Dokumente zu retten. Im Moment gibt es ja anscheinend keine andere Möglichkeit, was zu tun. Natürlich geht es um beispielsweise Kiew und die Städte, die in ein bisschen besserer Lage sind, die Archive in der besetzten Städte oder näher zu Kampflinien, da ist die Situation natürlich komplizierter um die Digitalisierung. Gerade jetzt geht es nicht. Einziges, was man da machen könnte, ist nur hoffen, dass die Gebäude nicht betroffen werden und dass die wertesten Dokumente zumindest in die sicheren Orte gebracht wurden. Das kann man so einschätzen. Leider gibt es die Orte, die jetzt momentan nicht mehr zugänglich sind für die ukrainischen Behörden, Archivisten oder auch Aktivisten, um sie zu retten. Herr Dr. Turi, Katholische Universität Lemberg, eine Stadt, die momentan doppelt so viele Einwohner hat wie vor dem Krieg, habe ich mir sagen lassen. Ganz viele Flüchtlinge, die bei Ihnen Zuflucht gefunden haben in der Stadt. Wie hat das Leben bei Ihnen verändert? Wie hat das auch Ihre Arbeit in der Universität oder das Universitätsleben verändert in den letzten 5 Monaten? Ja, ich danke für die Einladung und auch für die Interesse für diese Problematik. Und ich bin in Lemberg und bleibe ganze Zeit seit dieser Eskalierung des Konfliktes und Beginn diesen großmäßigen Krieges der Russland gegen der Ukraine. Und besonders schwer war das am Anfang, als wirklich wir, obwohl wir im Grunde genommen, das war keine große Überraschung für uns, weil das war schon für vielen verständlich, dass die Russland diese irgendwann später, früher oder später, diesen Angriff erweitern wird und dieser Krieg, die schon seit mindestens 2014 in der Ukraine und wenn wir frühere Konflikte in Georgien, Transnistrien und anderen Regionen uns erinnern, dass ist klar, dass es geht wirklich um diese, wie man jetzt sagt, letzte postkoloniale Krieg in Europa und einen Krieg, die Russland, die neu großmächtig sein wollte, führt. Und deshalb in dem Sinne haben wir uns schon früher, ich meine an unserer Universität mindestens, dafür vorbereitet und einige Pläne für mögliche 3 verschiedene Szenario vorbereitet. Und Gott sei Dank sind wir beim diesem Szenario geblieben, dass nur ein Teil der ukrainische Territorium im Süden und Osten direkt von militärischen Auseinandersetzungen betroffen ist. Lemberg in dem Sinne bleibt bis jetzt als relativ, ich betone dieses Wort, sichere Stadt im Sinne, dass Stadt selbst wurde nicht so wirklich schwer vom Beschüsse betroffen. Es gab nur 4 oder 5 Mal, ich habe schon vergessen, weil da ständig haben wir diese Luftalarme, aber nur ein paar Mal wurden die Objekte der Infrastruktur am Rand der Stadt, besonders die mit Gas- und Ölversorgung und auch mit Eisenbahn verbunden sind.
Aber Stadt selbst und die wichtigsten Kulturobjekte, Schulen, Universitäten, Gott sei Dank, wurden nicht betroffen. Und in dem Sinne, ich sage das ja mit gewisser Freude, aber gleichzeitig als Historiker, das ist für mich, das macht für mich wirklich eine große Sorge, weil im Grunde genommen Lemberg hat den Glück als Stadt nie zerstört zu sein. Das heißt, während Erstes Weltkrieges und Zweites Weltkrieges wurde Lemberg nicht stark von direkten militärischen Beschüsse betroffen. Und in dem Sinne, Lemberg ist wirklich, die Infrastruktur, die Gebäude, Architektur ist gut erhalten und bis jetzt bleibt als wirklich ein von den wenigen Städten in diesem Teil von Europa, die so viel Kulturerbe hat. Und deshalb meine Sorge ist größer, weil jetzt dieser Krieg ist nicht nur Krieg am Front, aber gerade mit diesen Raketen und Bombenbeschießungen, da kann kein Mensch in ganzer Ukraine sicher sein, dass irgendwann das nicht geschieht. Und in dem Sinne selbstverständlich, nicht nur wir an der Uni, aber so viel ich weiß, auch die Kollegen an anderen Institutionen, Museen, Archiven, die haben auch ähnliche Maßnahmen unternommen wie in Kiew und anderen Städten. Die alle Museen im Grunde genommen haben jetzt die wichtigsten Exponaten versteckt. Inzwischen gibt es manchmal vorläufige, kurzfristige Ausstellungen, aber sozusagen die wichtigste Bestände sind irgendwo gut versteckt oder sehr wahrscheinlich auch teilweise nicht direkt in diesen Gebäuden, wo das möglich war, so viel ich weiß. Alle Archiven sind auch gesperrt und ähnlich wie in Kiew, ich möchte mich hier gerade zum das, was Kollegen Kopchenko gesagt hat, anschließen, weil ich kenne, bin sehr gut Kollegen in Zentralen Historischen Archiv. Mit Herrn Faisulin bin ich persönlich sehr befreundet und er wirklich bemüht sich jetzt so intensiv wie möglich die ganze Sammlung, nicht ganze, das ist unmöglich ganze, aber die wichtigste oder diese, die schnell die digitalisieren kann, versucht er mit seinen Kollegen das machen. Ich möchte hier gerade ein konkretes Beispiel aus anderen Archiv, Archiv des Sicherheitsdienstes, weil es wurde über Tschernihiw gesprochen und das ist wirklich ein großes Verlust, dass die Dokumenten dort verloren gegangen sind, weil gerade fast alle Gebietsarchive nicht so gut sozusagen technisch gerüstet sind und die sind sehr sozusagen weit vom großen Ausmaß von der Digitalisierung. Aber im Kiewer Zentralarchiv der Stadtsicherheitsdienst, diese Arbeit dauert schon lange und das ist besonders erfreulich, weil gerade dieser Archiv, der früher sehr, sehr geschlossen war, dann mit zur Zeit von Juschenko und dann später, dort sind die Leute gekommen, die wirklich mit guten Kenntnissen und mit gutem Willen diese sowjetische Periode aufzuarbeiten. Die haben alles sozusagen, was möglich gemacht, um so viel wie möglich Dokumenten zuerst zugänglich machen, offen machen und gleichzeitig auch digitalisieren. Unser Institut beschäftigte sich seit 1992 mit Geschichte der Untergrundsbewegung, Untergrundskirche, sowjetischen Verfolgungen gegenüber den Christen. Und wir haben gerade diese Glück und diese gute Verständnis mit Kollegen schon früher gehabt, dass wir als kleines Institut fast alle Dokumenten, die zum religiösen Angelegenheiten im Archiv des Sicherheitsdienstes der Ukraine sozusagen gelagert sind, dass wir das
alle diese Dokumente kopiert haben und diese Kopien nicht nur bei uns in Lemberg, aber auch außerhalb der Ukraine an Festplatten und auch in andere Form behalten. Deshalb in dem Sinne gerade diese Dokumente, die Zeitgeschichte betreffen, die sowjetische Periode betreffen, da haben wir wirklich ein Glück, dass wir diese Dokumente irgendwie sehr gut behalten können und sehr schnell weiter digitalisieren. Wir als kleine Institut an der Katholischen Universität, wir beschäftigen sich mit diesen Verfolgungen und da haben wir auch Oral History, Archiv mit Interview, mit Zeitzeugen und das ist noch ein weiteres Aspekt. Wir haben schnell wie möglich das alles schon, die waren schon sowieso digitalisiert, aber da haben wir auch alle Fotos und anderen Dokumenten gerade im Laufe diesen ersten Monaten dazu gemacht und deshalb in dem Sinne haben wir das vorbereitet. Und vielleicht zum Schluss, ich sehe, dass ich zu lange rede, aber vielleicht zum Schluss noch ein kleinen Blick auf letzte Interview verbunden ist, über Kirchenzerstörungen, diese Interview mit Bischof Serhii. Ich kenne ihn auch, er war sehr aktiv, schon seit 2014, als er aus Donetsk nach Mariupol fliehen sollte, müsste. Aber insgesamt, heutzutage gibt es schon Statistik und meine Kollegen aus einer Assoziation, den jungen Religionswissenschaften, die beschäftigen sich mit diesem Projekt, also die nennen das Religion in Fire. Es geht gerade um diese zerstörte und beschädigte Kirchen oder Gebetsgebäude. Und nach 5 Monaten des Krieges, jetzt gibt es Statistik, dass 183 solchen Gebäuden wurden betroffen. Und zwischen diese Menge, also die größte Teil, gehört der ukrainische orthodoxe Kirche, die in Jurisdiktion von Moskauer Patriarchat oder mit Moskauer Patriarchat, also das heißt mit russischer orthodoxer Kirche verbunden ist, weil gerade diese Kirche hat die Mehrheit der Gebäuden im Osten und Süden der Ukraine. Das ist nicht sozusagen, der Grund dafür ist nicht, dass die Russen in erster Linie die Kirchenhäuser von russischer orthodoxer Kirche zerstören. Aber der Fakt ist, dass für russische Armee eigentlich, das macht keinen Unterschied. Und sehr bekannte Svetohorska Lavra wurde teilweise zerstört und verbrennt, obwohl wir wissen, dass die sozusagen die Überzeugungen oder die Orientationen den dort befindenden Mönchen waren früher eher pro-russisch. Aber mir geht es nicht nur um sozusagen Zerstörungen von Gebäuden, aber in meiner Meinung nach, es geht wirklich in vielen Fällen um die zielstrebige Vernichtung der anderen Kultur, weil dieser Krieg ist nicht nur sozusagen ein Eroberungskrieg. Meiner Meinung nach, dieser Krieg ist nach der Ideologie, welche Putin selbst erklären hat, das ist ein reiner Vernichtungskrieg, weil es geht um Vernichtung alles, was ukrainisch ist und selbst die ukrainische Stadt und auch ukrainische Nation versucht man zu zerstören und deshalb auch die wichtige identitätsschaffende Objekte, die sind in Gefahr. Man hat am Anfang März, man hat schon bei uns darüber gesprochen, dass es gibt Informationen über mögliche Angriffe auf Sophienkathedrale, mindestens Organisation, allgemein ukrainischer Rat, den Kirchen und religiösen Organisationen hat einen Appell publiziert, um die Sophienkathedrale zu sichern und hat den internationale
Gemeinschaft gebeten, zu unterstützen und sozusagen das zu verhindern. Dann ein weiterer Aspekt ist auch damit verbunden, dass neben den Vernichtung der Kirchen manchmal geht es auch über Vernichtung der Menschen. Es gab Informationen über sozusagen sogenannte Vernichtungsliste, wo die Vertreter nicht nur verschiedenen ukrainischen Kirchen, aber auch wichtige Angehörige von Kultur, Literatur, auch Wissenschaftler, als diese, die entweder isoliert oder auch inhaftiert oder auch liquidiert sein sollten während der Besatzung. Und das ist gerade der Punkt, wo ich mich an die Worte von Frau Eichner anschließen möchte, weil wir sehen hier wir sehen hier, dass es geht nicht nur um reine sogenannte militärische Operation, aber es geht um Vernichtung an anderes Volkes mit seinem Kulturerbe und mit den Menschen, die diese Erbe vertreten und schätzen und retten versuchen. Danke. Schon erwähnt, wenn Sie die Lage so einschätzen, würde es dann eventuell Sinn machen, auch Teile des ukrainischen Kulturerbes ins Ausland in Sicherheit zu bringen. Wie der Krieg weitergeht, wissen wir, glaube ich, alle nicht. Naja, diese Variante haben wir auch selbst als wie gesagt, als kleines Institut beim Universität. Mindestens wir haben schon einen Plan. Das heißt, dass wir im Grunde genommen haben alles vorbereitet für sozusagen, falls es mögliche Eskalation kommt, dass wir das, was möglich, das heißt im Grunde genommen wichtigste Sache, Originalsachen, weil verstehen Sie, man kann nicht alles digitalisieren, theoretisch ja, aber es gibt Sachen, die nicht nur als Information dienen sollen, aber die wichtig sind als solche, als Artefakten, und deshalb besonders diese Schätze muss man irgendwie wirklich einen Plan B immer haben, wie das organisieren kann. Aber für mich persönlich ist leicht zu reden, weil wir haben keine große Menge, aber ich kann mich vorstellen, was das für zum Beispiel unsere historische Museum oder besonders unsere auch historische Archiv, die wirklich größte, auch größer als Kiewer Archiv, ist nach dem sozusagen bestanden, die da sind. Deshalb, das ist wirklich kompliziert und deshalb in dem Sinne als Historiker, aber auch als jemand, der jetzt in der Ukraine ist, und wir machen auch viel Arbeit mit humanitärer Hilfe, mit Hilfe für Flüchtlinge und so weiter, aber in erster Linie wir verstehen, dass wir müssen diese Aggression stoppen, verhindern und so weiter, weil anders kann man mit Russen nicht sozusagen verhandeln. Das geht wirklich um eine militärische, in dem Sinne, Verhinderung der weiteren Eskalation und weiteren Vernichtungen. Und in dem Sinne bitten wir um auch militärische Unterstützung. Wir als Leute von Wissenschaft, Kultur und so weiter, wir alle verstehen jetzt, dass es geht um Leben und Überleben. Ich hatte es nach Ihrem Referat auch schon Frau Professor Aßmann gefragt. Wir haben ja einige Beispiele heute gehört von zerstörten, von bedrohten Kulturgütern, die kriegerischen Handlungen zum Opfer gefallen sind. Bei einigen weiß man es nicht so genau, ob sie gezielt angegriffen wurden oder nicht. Frau Aßmann, macht es eigentlich in der Bewertung, in der historischen oder auch juristischen Bewertung einen Unterschied, ob da etwas absichtlich oder zufällig zerstört wurde oder im Rahmen eines Krieges oder eines zielgerichteten Angriffs auf ein Kulturgut? Ist das ein Unterschied? Also ich würde sagen, das, was wir heute gehört haben, war unglaublich beeindruckend und auch erschütternd, der Klarheit, wie zielgerichtet etliches war.
Und dass man hier tatsächlich, ich schließe mich da an, hier von einem Vernichtungskrieg gegen alles Ukrainische sprechen kann. Und das wurde ja unglaublich deutlich aus den Schilderungen des allerersten Kriegstages. Das hat man in der Welt nicht so mitbekommen, wie das vor Ort aussah, dass sich am ersten Tag bereits dieser Anschlag auf dieses Archiv der Staatssicherheit konzentrierte und praktisch eine gezielte Zerstörung der Geschichte stattgefunden hat. Und da sind wir wieder bei dem Begriff des Nemozids, des Gedächtnismordes. Wenn das Gedächtnis gemordet wurde, zerstört wurde, dann ist es nicht mehr möglich, dass sich eine Nation ihre Geschichte noch rekonstruieren und erzählen kann, dass sie Menschen rehabilitieren kann, dass sie sie wieder auferstehen lässt in der Erinnerung, dass sie in der Deutung und Bearbeitung ihrer Geschichte so etwas wie ein Recht auf Selbstbestimmung haben kann. All das ist ja ausgeschlossen und ausgelöscht. Und dass das alles bereits am ersten Kriegstag schon stattgefunden hat, dass diese Fakten geschaffen wurden, das hat mich heute wirklich sehr ergriffen. Und ebenso hat mich ergriffen der Mut und auch die Improvisationskraft der Beteiligten, dass sie aus der Situation heraus Techniken gefunden haben und Strategien, wie sie selbst in einen Modus sozusagen des Weitermachens überhaupt kamen und nicht sich der Erschütterung nur ausgeliefert haben, sondern wie sie dann gerettet haben und wie sie sich umgestellt haben darauf. Also diese beiden Aspekte der konkreten Berichte, ich glaube, die haben sehr, sehr deutlich gemacht, was da an gezielter Aggression und Zerstörungswillen gerade auf das auch ideelle Kulturgut, nicht nur das Materielle, sondern eben auch die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben, passiert ist und wie intensiv die Menschen hier zusammenhalten und zusammenarbeiten, um das Nötige zu retten. In der Tat ist es ja beim Haager Kulturschutz zum Beispiel so, dass man immer davon ausgeht, in Friedenszeiten muss da sehr viel Vorsorge getroffen werden. Und das geht alles jetzt nicht. Das muss unter unglaublich schwierigen Bedingungen passieren. Und das Einzige, was jetzt interessiert, ist, ob genügend Digitalisierungsgeräte und alles, was da an Hardware und anderen Dingen gebraucht wird, ob das dann auch wirklich die Betroffenen schneller reicht und ob Deutschland da nicht auch einen sehr substanziellen Hilfe, eine starke Unterstützung leisten kann in dieser Form der Rettung. Eine mögliche Hilfe könnte ja sein, ich hatte es gerade Herrn Dr. Zuri schon gefragt, Archive, Archivgut vor allen Dingen, auch Kulturgut der Ukraine aus dem Lande zum Beispiel nach Polen und auch hier nach Deutschland zu bringen und dort sicher einzulagern. Wie bewerten Sie das? Ist das eine Option oder sollte man... Wir haben ja gehört, in einem Fall für die Dokumente braucht man 70 Autos. Also da muss man einfach gucken, was da machbar ist. Wahrscheinlich im Sinne von Servern und doppelter Sicherung und Beratung, E-Commerce zum Beispiel auch. Da gibt es jetzt ja internationale Vereinigungen, die ja jetzt unglaublich gefragt sind. Und das ist, glaube ich, eine Dimension, wo die Unterstützung noch wirklich verstärkt werden muss und wofür auch weiterhin gesammelt werden muss. Also ich fand den Aufruf jetzt mit Ihrer Spendeadresse sehr wichtig. Den blenden Sie doch bitte wieder ein. Und dass diese Bereitschaft zum Spenden und Helfen jetzt nicht alarmt. Aber wenn wir solche konkreten Erfahrungsberichte bekommen, ist das ja wirklich so, als wären wir dabei gewesen. Das ist so wichtig, das so konkret zu hören von den Betroffenen und in diesem Moment dann auch zu wissen, dass diese Unterstützung weitergehen muss. Es hat vielleicht so eine Erschöpfung inzwischen gegeben. Man hört zu viel und man hat sich innerlich irgendwie distanziert. Aber ich glaube, dieses zweite Thema der Sicherung von Kulturschutz als eine Form der Sicherung der ukrainischen Identität, dass das genauso wichtig ist, denn das ist die Zukunft, die gerade verloren geht, wenn diese Dinge zerstört werden. Das ist
glaube ich, auch durch den Besuch von Claudia Roth dann im Mai einmal richtig klar geworden. Aber dieses Thema muss weiter in den Medien weiter verbreitet werden. Und so ein Bericht sollte in unserer überregionalen Presse unbedingt auch erscheinen. Eines der zerstörten oder bedrohten Kulturgüter, über die in den deutschen Medien auch berichtet wurde, war neben dem Beispiel diesem Quinji-Museum in Mariupol auch dieses Slovo-Haus in Charkiw, ein bedeutender Ort gewesen, speziell in der jungen Sowjetukraine, deren meiste Vertreter ja in der Zeit des großen Terrors ermordet worden sind. Juri, haben Sie da Informationen, wie es da vor Ort jetzt aussieht? Also Teil des Hauses ist beschädigt. Ich war letztes Jahr mehrmals da. Da ist inzwischen auch im ersten Stock eine Residenz für Literaten und Künstler vom Pragischen Literaturmuseum unter anderem eingerichtet. Und es ist natürlich es ist ein schreckliches Gefühl, weil nach 100 Jahren wiederholt sich die Geschichte praktisch. Und es ist ein historischer Ort, klar. Und es ist jetzt passiert mit dem Haus das, was mit seinem Bewohner vor 90 Jahren schon mal passiert ist. Das ist einfach schwer zu glauben. Wie könnte man da konkret helfen, jetzt in diesem speziellen Fall? Was könnte man da tun? Gibt es da irgendwie, was könnten wir, die wir hier sitzen oder mit unseren Organisationen tun, um für diesen Erhalt dieses Hauses oder für die für vor Ort? Haben Sie da eine Idee? Ehrlich gesagt ist das schwierig. Ich glaube, es ist grundsätzlich eine Frage, was wäre dann möglich, wenn es um konkrete Gebäude geht, architektonische Meisterwerke. Also wie man mit Denkmälern umgeht, dafür gibt es schon einige Beispiele mit Sandsäcken. Wie es mit konkreten Häusern ist, ist das für mich eine offene Frage. Ich habe keine Ahnung. Kultur besteht ja nicht nur aus Gebäuden, Kultur besteht vor allen Dingen auch aus Kulturschaffenden, um mal dieses Wort, das zu DDR-Zeiten gerne in der Zeitung stand und heute auch wieder, zu gebrauchen. Von Künstlern wie Ihnen sind viele geflohen. Wie geht es den anderen? Sergej Schadan, glaube ich, pendelt so ein bisschen. Ne? Wie geht es der kulturschaffenden Szene vor Ort oder auf der Flucht? Wie leben die gerade? Wie kann man denen helfen? Eine gute Option, die ich immer bevorziehe in den letzten Wochen, also mir geht es oft um die Musiker, um meine Musikerkollegen. Ich kenne eine Gruppe Musiker in Ternopil, die eine Stiftung Musicians Defend Ukraine gegründet haben und helfen anderen Musikern, sammeln Spenden für die Musiker, die gerade an der Front sind. Und davon gibt es eine ganze Menge, auch in Charkiw, also von der Charkiwer Szene wie Oleg Kadanov, aber auch die Musiker, die mit Jadan regelmäßig spielen, seine Musikerkollegen, sind auch an der Front. Und es ist eine tolle Initiative. Eins der Beispiele, die ich ganz inspirierend fand, ist von einer, und ich glaube aber, es gibt viel mehr davon, eine Band aus Kiew, Love and Joy, die seit Anfang Juni in Europa unterwegs sind, aber alles, was die machen, ist tatsächlich, also die spenden alles, was sie dann täglich bei Konzerten verdienen, spenden sie eben an diese Stiftung Musicians Defend Ukraine. Und viele andere Bands, auch Cossack System, eine legendäre Band aus Kiew, waren vorgestern hier in Berlin. Und dabei sind, glaube ich, mindestens zwei Bandmitglieder auch schon inzwischen an der Front gewesen. Es werden direkt beim Konzert Spenden gesammelt und die waren gerade in Tschechien und Polen, sind wieder nach Ukraine unterwegs und werden da auch an der Front spielen, meinten sie nächste Woche. Die haben konkret hier am Dienstag am Hackischen Markt in Berlin gespielt, wenn ich richtig informiert bin.
So ist es. Wie sind denn da die Reisemöglichkeiten? Also Sie könnten jetzt wahrscheinlich auch nicht frei hin und her fahren. Sie könnten zwar nach Kharkiv fahren, aber nicht wieder zurück. Wie sind die für die Künstler die Reisemöglichkeiten oder gibt es da spezielle Regelungen? Es gibt spezielle Regelungen und so wie ich das von Musikerkollegen mitbekomme, wird es immer einfacher. Anfang Juni, wo die ersten, glaube ich, ausgereist sind, also ausgereist zum um auf Konzertreisen zu gehen, war es ein bisschen komplizierter. Ich glaube, es ist man bekommt eine Sondererlaubnis vom Kulturministerium, so wie ich informiert bin. Und wie gesagt, bis jetzt habe ich nur diejenigen getroffen, die es eigentlich problemlos bekommen haben hier in Deutschland. Wie wäre es umgekehrt bei Ihnen, wenn Sie einreisen, sind Sie dann von dem Ausreiseverbot? Also Sie könnten jetzt ja gar nicht hinfahren, oder wie ist das? Ich habe einen deutschen Pass. Deswegen ist das für mich einfacher. Ich habe die Frage nicht gestellt. Ich glaube, es wäre tatsächlich, also die Logik stimmt. Es wäre wahrscheinlich für mich wäre ich ein ukrainischer Bürger gewesen, wäre es wahrscheinlich schwieriger. Ich weiß, also wir sind mit unserem deutsch-ukrainischen Forum seit Monaten schwerpunktmäßig eigentlich mit humanitärer Hilfe beschäftigt. Und einer der Aspekte ist, dass die vielen Deutsch-Ukrainer hier, die von hier aus Hilfe organisieren, selber gar nicht hinfahren können. Oder nur bis zur Grenze. Also das erschwert eigentlich im Grunde genommen die humanitäre Hilfe, diese Ausreisesperre für Männer zwischen 18 und 60, die halt im Regelfall diejenigen sind, die am besten Kisten schleppen können. Ich bin begeistert von den Netzwerken, die sich in den letzten Monaten spontan gebaut sind. Meine Wohnung ist ja auch zu einem Lager geworden. Ich habe hier Haufen Kisten gehabt, wochenlang, die aus verschiedenen Ecken der Welt zu mir geschickt wurden. Ich habe sie immer sonntags an einen Fahrer gebracht, der dann sie nach Lviv gefahren ist. Und von Lviv geht es mit Novopochta weiter. Und es funktioniert. Und ich kenne auch eine ganze Menge Menschen, die das ähnlich organisieren. Herr Dr. Tui? Darf ich kurz ergänzen? Also, das ist richtig, dass es gibt diese sozusagen Verhinderung für Ausreise den ukrainischen Staatsbürgern von 18 bis 60 Jahre im Alter nach Ausland. Aber langsam, es gibt immer die Möglichkeiten, gerade für diesen, die entweder sich mit humanitärer Hilfe beschäftigen, die bekommen dann eine Sondererlaubnis und auch für Leute, die mit irgendwelche ganz konkrete Kultur oder seltener mit wissenschaftlichen Zweck das bekommen können. Wissen Sie, wir müssen auch verstehen, es gibt Leute, die ganze Zeit und man kann auch sagen, ganze Leben für diese Engagement widmen, aber es gibt auch solche, die das irgendwie, wissen Sie, manipulieren oder etwas nicht ganz richtig machen wollen. Deshalb in dem Sinne, man muss auch verstehen, wir sind im Krieg und deshalb wir müssen alle Kräfte konzentrieren, aber dann schon langsam mit anderen sozusagen Möglichkeiten sich beschäftigen. Was ich aber betonen wollte und was wichtig ist und was Ukraine unterscheidet und was gerade die Stärke der Ukraine gezeigt hat, das ist gerade diese horizontale Zusammenarbeit, das ist diese Kontakte zwischen den Menschen aus Kharkiv und Lemberg, was zum Beispiel Wiederaufbau oder Neuaufbau der Kharkiv anbelangt. Wir haben hier bei uns an der Katholischen Universität einen Teil von Kharkiver Architektenschule sozusagen beheimatet, man kann sagen. Und die arbeiten weiter und mit unseren Kollegen und die planen schon Wiederaufbau solchen Gebäuden, die wirklich eine historische Werte haben, aber die gleichzeitig denken, wie man kann dann besser machen, wie kann man das, diese sowjetische schreckliche Architektur ersetzen und neu machen und so weiter. Deshalb, ich denke, es entsteht etwas sehr Interessantes, gerade durch diese engere Zusammenzugehörigkeit gefühlt den verschiedenen Leuten in verschiedenen Teilen der Ukraine. Das heißt, ich denke, dass gerade dieser Krieg und diese Gefahr hat uns viel näher gebracht als frühere sozusagen
Initiativen, die sehr oft sehr oberflächlich waren. Und jetzt, die betreffen wirklich tiefer den menschlichen Verhältnissen und menschlichen Gefühlen. Und in dem Sinne auch bemerkenswert ist auch die Zusammenarbeit mit einigen staatlichen Strukturen und nichtstaatlichen Sektor. Ich habe über Archiv der Sicherheitsdienst erzählt und über unser Institut, das sich mit sowjetischen Verfolgungen beschäftigt. Und jetzt in meinem Büro, in unserem Institut, provisorisch sitzt der Leiter der staatlichen Archive aus Kiew und er koordiniert ganze Arbeit mit anderen Gebietsabteilungen dieser Archiv von unserem Ort, weil wir gerade im Laufe schon früheren Jahren sehr eng zusammenarbeiteten und Vertrauen zueinander haben. Und deshalb in dem Sinne, man kann sagen, dass wir erleben eine neue Dimension den menschlichen Verhältnissen in der Ukraine. Und ich denke, das ist etwas, was wir dann auch mit der internationalen Unterstützung irgendwie stärker machen können. Ich würde davon plaudieren, dass man soll auch wirklich diese Unterstützung, diese Arbeit für diesen, die in Ukraine bleiben, die irgendwie für Ukraine, für weitere sozusagen Verteidigung der Ukraine und zukünftige Wiederaufbau der Ukraine schon jetzt denken und arbeiten. Wir müssen diese Perspektive so ändern, obwohl Krieg noch dauert und wir müssen zuerst am Front siegen, aber gleichzeitig können wir schon jetzt über diese weitere Entwicklung und Reconstruction, Renovierung und weitere Entwicklung der Ukraine denken, auch was Menschen anbelangt, was auch diesen Leuten anbelangt, die dann hier jetzt diese Kultur, Wissenschaft weiterentwickeln können. Wir brauchen jetzt diesen Leuten zu unterstützen, auf verschiedene Weise. Deshalb, wir brauchen mehr Kontakten, mehr gemeinsamen Projekten, konkreten, mit ganz konkreten Zielen. Und ich denke, das hilft uns nicht nur sozusagen etwas bewahren, aber auch über Zukunft kreativ denken und dafür arbeiten. Dazu wollen wir gerne beitragen in der Politik, auf Gipfeln der EU, auf Gipfeln der NATO wird seit Wochen von einem Marshallplan für die Ukraine gesprochen, der mit vielen, wahrscheinlich hunderten Milliarden das Land nach dem Krieg und dem hoffentlichen Ende der russischen Besatzung wieder aufbauen und modernisieren soll. Und ich hoffe, wir können hier mit unserer Debatte, die wir auch fortsetzen werden, dazu beitragen, die Herren in den europäischen Regierungen dafür zu sensibilisieren, dass es dort nicht nur um den Wiederaufbau von Fabriken geht oder den Wiederaufbau von Straßen oder Brücken, sondern dass es auch um den Wiederaufbau von zerstörtem Kulturgut geht, dass es um das Leben von vielen Menschen geht, die ihr Leben der Wissenschaft oder der Kultur verschrieben haben, die den Arbeitsmöglichkeiten wieder zu geben, die momentan wahrscheinlich sehr begrenzt sind. Ja. Nehme ich an, auch zum Teil also schon im existenzgefährdenden Bereich, dass da mehr geschehen muss. Und wir bleiben an dem Thema dran. Mhm. Fürs Erste bitte ich gerne alle Zuschauer, genau wie Frau Professor Aßmann es schon getan hat, sich die Webseite von dem Museum Crisis Center anzuschauen. Eine tolle Initiative und wie gesagt, unser deutsch-ukrainisches Forum wird das Museum Crisis Center auch finanziell unterstützen. Tolle Sache. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Ich bedanke mich bei der Europa-Universität Viadrina, bei Herrn Professor Prokhnow für die Partnerschaft, bei Herrn Zilm von der Robert-Habemann-Gesellschaft und Frank Ebert von der Robert-Habemann-Gesellschaft, der zusammen die Idee entwickelt hat, für diese Veranstaltungsreihe genau in diesem Bereich sich stärker zu engagieren. Und ich danke unseren heutigen Gästen und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Danke.